sich halt bereitwillig mit diesen Viechern legen. Ich verstehe das gerade nicht so wirklich. Das ist, glaube ich, gerade sehr ungünstig. Erstmal eine Runde Abstand nehmen. Hui. Hier, ne? Es man darf da anscheinend nicht so nah ran. Da Feuer!
Yeah, baby. Ich würde sagen, das war mehr als nur erfolgreich. Wir haben uns zwar jetzt ein bisschen stark zurückgehalten und auch nur mit ein bisschen Verstärkung das geschafft, aber ja. Ich sage Applaus, Applaus. Ziemlich geil und man muss nicht unbedingt die diese Teile treffen. Es wäre zwar mega hilfreich, dies zu tun, aber huch. Ja, gut. Was will man machen, wenn man sie nicht freikriegt? Wenn sich das Viech einfach nur scheiße bewegt, dann ist das nun mal so. Aber es ist draufgegangen und wir haben es erfolgreich getötet. Und meine Fresse hat das Teil Ressourcen und sowas fallen lassen. Juhu! So, meine Freunde. Ich werde wohl langsam alt. Nein, wirst du nicht. Noch mehr Banditen weg. Auf die habe ich jetzt eigentlich irgendwie gar nicht gewartet. Muss ich ehrlich sagen. Aber gut, was soll's. Irgendwie muss man ja, ne? Wenn man schon angegriffen wird. Gehst du weg von meiner Beute? Hau bloß ab, du. Ich sag's dir, ich hau dir eine drüber. Das ist meins. Das passiert, wenn man sich mit dem Sonnenreich anlegt. Nein, das passiert, wenn man sich mit mir anlegt, du kleiner Scheißer. Aber ich gönn dir jetzt mal... Ich hält länger durch als der Sturm. Ja, ich gönn dir jetzt mal den Triumph. Den angeblichen. So. Nichtsdestotrotz, wir wollten ja hier noch looten. Und das Viech kommt auch noch. Oh, da war auch wieder ein Herz dabei. Jetzt möchte ich aber erstmal speichern. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu heavy gewesen, das Ganze. So, und fertig. Nun gut, damit würde ich sagen, widmen wir uns jetzt endlich mal dem Lager hier oben irgendwie. Wie man da hochkommt, weiß ich noch nicht, aber wir nehmen erstmal die Quest von dem Typen hier an. Ich habe gesehen, wo du warst. Ach, der Nil! Die neuen Siedler wissen Kunst nicht zu schätzen. Sie hatten deinen Berg schon in einem Graben entsorgt. Aber ich konnte die Zeichen lesen. Die Kratzspuren im Dreck. Die Überraschungsspritzer. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Nil, noch immer auf Banditenjagd? Oh ja. Ich habe meine Klinge gewetzt, weil ich einen Kampf gewittert habe. Missversteh mich nicht. Aber dieser Abschaum stinkt. Und Panik und Verzweiflung verstärken den Duft. Wie Räucherwerk. Und wie heißt dein Messer? Wozu braucht ein Messer einen Namen? So viel zum Plaudern. Bist du bereit? Aber glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Keine Angst. Wir nehmen dein Geheimnis mit in ihr Grab. Ich finde den Typen irgendwie sympathisch. Doch, wirklich sympathisch. Komm, eigentlich dürften da ja gar keine Leute mehr sein. Die habe ich doch alle schon abgemurkst, ne? Aber anscheinend wohl nicht ganz. Denn da drüben bewegen sich zumindest zwei von denen. Achso, ich habe keine Munition mehr dafür.
Ach ja, Moment. Nein, da wollte ich nicht hin. Wir müssen noch ein paar... Reinholzzweige organisieren. Draht? Draht ist immer gut. Wunderbar. Gut, herstellen machen wir, hier. Das geht schneller und einfacher. Ich würde interessieren, ob dieser Seilwerfer auch an Banditen funktioniert. Zumindest reicht der Scharfschussbogen aus, um einem Banditen einen Headshot zu verpassen. Das ist ein Banditenanführer, das heißt, den werde ich hier im Gebüsch niedermähen. Du siehst sie. Hier ist jemand. Sie sehen dich nicht. Sieht gut aus. Komm, Schnuckihasi, komm. Jetzt habe ich die Fähigkeit, jetzt kann ich dich auch niedermähen, du Sack. Ja, komm her. 90 Schaden. Nice. Und tschüss. Okay, da sind noch einige Banditen hier im Lager drin. Aber von denen lassen wir uns garantiert nicht aufhalten. Das ist ja... Ha, das wäre ja... Das wäre ja noch schöner. Hallo. Na, alles fit bei dir da oben? Banditenbarbar. Da tue ich mir aber schwer, den zu sehen. Ich würde einfach mal hier hoch. Oh, weil da drüben steht einer oben. Da brauchen wir keinen Fokus nicht einzusetzen, das geht auch ganz gut ohne. Die sind im Gebäude drin. Die laufen da hinten rum. Okay, das funktioniert also schon mal nicht. Schön, dass der da sitzen bleibt. Das ist echt nice. Komm, was soll's. Den da hinten holen wir uns auch noch dazu. Komm, geh weg, Neil. Du stehst im Weg. Mach dich weg da. Die scheinen auch schon irgendwie was Größeres hier gefetzt zu haben. Ja, rein theoretisch hätten wir den Typen nur da drin, ne? Alarm. Damit könnten noch viel mehr angelockt werden.
bei allen Langhörnern. Tut mir leid, das war's für dich. Nein, hast du nicht. Ganz ruhig. So, damit würde ich sagen, hat sich das einmal quer erledigt, ne? Schon gut. Gleich seid ihr frei. Es sind ja eigentlich nur noch zwei übrig, so wie das aussieht. Die dürften keine große Herausforderung sein. Suche abbrechen, aber schön die Augen auf. Okay, den können wir nicht mitnehmen. Was sind die jetzt hin? Ach, da hinten. Und fertig. So schnell geht das, ein Banditenlager zu erobern. Haha. Wir könnten das mal aufräumen und vor allen Dingen mal schöner bauen. Das sieht ja aus hier. Dann würde ich sagen, gucken wir noch, was in den Leichen ist. Den können wir nicht mitnehmen. Den auch nicht. Sieht aus, als wäre ich sicher. Ja, bist du auch, Schnucki. Das da, dafür habe ich gesorgt. So, das geht wieder nicht. Das ist die falsche Kiste. Nein, das ist die falsche Kiste. Ich will an die Kiste. Lackscheinglas, was ist das denn? Okay, also das sind teilweise echt... ja, lustige Sachen, sage ich jetzt mal dabei. Das war eine lange Nacht gestern. Das Baby hat die ganze Zeit Oh, wie schlimm. Den hatten wir schon. Was für ein schöner Tag. Ich fühle mich so motiviert. Gut, ich glaube... Was ist das denn? Das Teil haben sie immer voll zerlegt. Gut, ja, das würde ich sagen, es war's. Damit können wir dann abschließen und vielleicht könnten wir nochmal bei dem Händler vorbeischauen, ob der noch irgendwie was Interessantes hat oder ob wir mittlerweile was Interessantes haben. Ein Sägezahnherz, nein. Aber wir haben ein Kristallgeflecht. Oh geil, das heißt, ja, wir könnten uns diese Rüstung holen, aber ich finde die eigentlich total hässlich. Mich würde eher diese hier interessieren. Das ist ja eher für Nahkampf gedacht und das ist eher für Präzision. Aber, ach scheiß drauf, wir nehmen die einfach mit. Und
Und wo war die bauchfrei? Ich fand die bauchfrei total cool. Ach so, Stürmeherz. Ja, schade. Das ist aber auch eine der höherwertigeren Rüstungen. Macht 50 Feuerschaden. Was sagt die hier? 50 das. Die wäre halt wirklich. Oder ist halt trotzdem irgendwie. Immer noch die, was am meisten Schaden macht. Mit zusätzlich, würde ich sagen. Aber wir sind ja eher momentan so ein bisschen als Sniper unterwegs. Ja, das Ding wäre halt ziemlich cool, ne? Dazu braucht man ein Sägezahnherz. Bin gespannt, wann wir das bekommen und ob wir es überhaupt irgendwann bekommen. Ja, damit hätten wir den Teil schon mal abgeschlossen. Da drüben waren wir schon. Und eigentlich möchte ich jetzt trotzdem die Rache einer Tochter. Okay. Ich habe die Quest zwar nicht angenommen. Doch, habe ich. Quatsch. Freilich habe ich die angenommen. Ha! Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier runter. Und dann sehen wir uns diese Quest hier mal an. Das ist ein guter Plan, glaube ich. Ja, genau. Ein Freund bei der Wache. Eine Maschine hat sein Bein gebrochen. Oh yeah, wir klimpern. Oh, wie schön. Also klim, kling, kling, kling. Hört ihr das? Toll. Kommt jetzt wirklich von der... Hä? Ach, da. Die sieht aus. Guckt euch das mal an. Jetzt wäre sie schwanger oder so. Ach nee, dieses Viech ist doch schon wieder da. Also Leute, bei bestem Willen dieses Mal nicht. Da habe ich gerade die Schnauze voll. Weiß auch nicht, ob ich gerade den richtigen Weg nehme. Ich glaube es eher nicht. Aber da wäre ein Sägezahn. Keine Ahnung, wo ich bin. Rotes. Wie gesagt, wir brauchen noch so ein Scheißherz, ne? Aber wir haben wieder nur diese blöde Linse gekriegt. Schade. Und ordentlich auf die Schnauze anscheinend. Das nächste Mal reiten wir bis hin und geben dem, geben unserem... Es fühlt sich an, als würde mir der Sand unter die Haut kriechen. Unserem Reitevieh hier mal die Chance, sich zu beweisen.
Ja, das dachte ich mir schon. Ich bin natürlich den falschen Weg geritten. Das hätte nie sein müssen. Ich krieg den auch alleine kaputt. Da geht's auf jeden Fall nach Meridian. War hier nicht noch ein dritter? Achso, da. Okay, den können wir nicht mitnehmen. Und natürlich auf unserem Weg. Ich könnte wetten, dass da ein Banditenlager ist. Da einfach nur drei Leute, die ganz zufälligerweise da aufs Maul haben wollen. Wie gesagt, ich möchte erst dieses Lagerfeuer da oben haben. Oh nein, das ist bei dem Teil wieder. Ach Manno. Donnerkiefer. Donnerkiefer, warte mal, hier könnte man doch mal gucken, Maschinen. Wo haben wir den? Den Donnerkiefer. Was gibt's denn da so für Beute? Der Körper. Lohnbehälter, Datennexus. Wo auch immer der sein soll, okay. Scheibenwerfer, Eisbehälter, Herz, Energiezellen, okay. Radar, Kanonen, Schweif. Es gibt Lohn, es gibt Kühlsaftzünder, Metallscherben, Echohülse, Kristallgeflecht. Okay, dieses Viech hat nicht das dabei, was wir bräuchten. Sind Verwüster. Nein, das ist was anderes. Trampler. Plünderer. Zeigezahn. Da. Leuchtendes Geflecht. Zeigezahnherz. Da ist das Teil. Okay. Ja, gegen das Viech will ich jetzt eigentlich nicht kämpfen. Donnerkiefer-Areal. Ja, es ist nur eins. Scheiße, den haben wir total vergessen. Es ist nur ein Viech, das da oben rumläuft, weil ich glaube, gegen zwei hätten wir massive Probleme. Ich habe die Quest vergessen abzugeben. Es tut mir leid, Leute. Ich werde das gewissenhaft jetzt noch durchführen. Hat ja auch das Blut in den Ohren gerauscht? Der Klang hält an. In der Stille. Ein Ruf zu den Waffen. Ein innerer Drang. Oder ein Hilferuf. Glaube ich sofort. Das sehe ich. Du warst also mal Soldat. Für die Kaja? Für sie, gegen sie. Ein Imperium findet immer Kriege. Nur nicht wählerisch sein. Der neue König Avad sah das etwas anders. Er wollte die Kriegsverbrechen untersuchen. Sind Kriege nicht immer ein Verbrechen? Dennoch meldete ich mich freiwillig. Freiwillig, um mit zu untersuchen? Nein, um freiwillig zu gestehen.
Muze Zeit mit Untersuchungen vergeuden. Man schickte mich 2 Jahre nach Sonnenfels. Ein faires Geschäft. Man schickte dich 2 Jahre auf einen Felsen? Ist das eine Art Kaja-Ritual? Nein, nein. Sonnenfels ist ein Gefängnis. Südlich von Meridian, südlich der Regenfänge. Unser neuer Sonnenkönig glaubt an Rehabilitierung. So wie ich. In der heißen, dunklen Steinzelle konnte ich mich auf das besinnen, was mir wirklich wichtig ist. Hast du einen neuen Partner gefunden? Ich dachte, wir wären Partner. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, Neil. Und der führt offenbar wieder zu Banditen. Das passt mir gut. Ich hatte keine Kaja-Hochzeit im Sinn. Ich bin nie einsam, wo es etwas zu töten gibt. Der Typ ist klasse. Was für Dinge hast du getan, Neil? Akzeptable Dinge, unter den Umständen. Akzeptabel für wen? Ich treffe keine Entscheidung. Sagen wir bloß, die Einsatzregeln gefielen mir. Aber Regeln sind wichtig. Eine Struktur. Ein Käfig. Ansonsten kennst du diese Orte, einsame, einst belebte Orte, die jetzt nur noch eine Wunde im Erdboden sind? Wahrscheinlich bin ich dort gewesen. Zeit zu gehen. Eine kurze Begegnung für uns, das Ende für sie. Sie führten eh ein verkommenes Leben. Der Typ ist absolut der Hammer, ohne Scheiß. Hase! Halt! Und tschüss! Ist halt wirklich nur einer, ne? Nun gut, nichtsdestotrotz, ab zu diesem Lagerfeuer und dann zu der nächsten Quest. Mir scheint, dass da drüben mal, Radarschüsseln waren, so wie das ausschaut. Wollte doch eigentlich mal, was ist das? Plünderer. Okay. Na, nicht aufsteigen. Geh da runter, danke. So, dann machen wir eine manuelle Speicherung. Und damit würde ich sagen, danke erstmal... Stopp. Danke erstmal fürs Zuschauen. Die nächste Quest werde ich in der nächsten Folge behandeln. Und Meridian denke ich auch. Ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, einen Kommentar, was ich besser machen könnte. Oder abonniert mich für noch mehr Videos und für aktuelle Videos. Wie gesagt, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut und tschüss.